Basiskursoptionsstrategien. Das ist ein Einstieg in die Welt des Optionshandels. Der Basiskurs Optionsstrategien erklärt dir in kurzen, anschaulichen Videos, wie du den Einstieg in einen profitablen Börsenhandel schaffen kannst. Komm in mein Team und werde auch du ein erfolgreicher Optionsstratege. Ich freue mich auf dich. Basiskurs Optionsstrategien. Jetzt schnell bestellen. Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Und heute will ich mal eine Leserfrage beantworten. Und zwar, die gab es hier zuletzt unter einem Kommentar hier bei YouTube oder in einem Kommentar bei YouTube. Und da geht es darum, wer eigentlich unser blöder Gegenpart ist. Das jetzt im Video. Also die Frage, die hier von Max kam. Max, an dieser Stelle viele Grüße. Ich blende sie euch mal ein, lese sie aber auch nochmal vor. Und zwar, super Video, vielen Dank. Eine Frage, du sagst, wenn man eine Option kauft, die ein geringes Delta, ein hohes Vega und einen relativ niedrigen Zeitwert hat, dann ist das quasi Geld verbrennen. Beim Optionsverkauf sind das ja unsere bevorzugten Kriterien. Jetzt kommt die Frage, wer ist dann eigentlich der blöde Gegenpart, der uns diese Optionen verkauft, damit er eigentlich seine Kohle verbrennt? Also, verkaufen tun wir ihm ja die Optionen, ne? Aber die Frage lautet also, wer ist denn der, der sie kauft? Und jetzt ist man natürlich immer sehr schnell oder sehr vorschnell mit der Meinung, naja, das muss ja irgendein Blödi sein, ne? Also jemand, der überhaupt keine Ahnung hat. Ganz so einfach kann man sich die Sache aber auch nicht machen, sondern man muss immer bedenken, warum ist jemand am Markt aktiv? Zum einen, es gibt immer drei Gründe, warum man am Markt aktiv ist, oder drei Möglichkeiten für uns, wer unser Counterpart ist. Zum einen, und das können wir relativ schnell abhandeln, sind es tatsächlich Spekulanten. Und unter den Spekulanten gibt es auch ganz, ganz viele, die keine Ahnung haben, ne? Also die eben wirklich sagen, ich möchte mich irgendwie absichern gegen fallende Preise, oder ich möchte an einer Rallye teilhaben und deswegen möchte ich einen Call kaufen. Die schauen sich dann die Optionen an und sagen, nein, die Option, die sinnvoll wäre, also vielleicht am Geld oder so, die ist mir zu teuer, also kaufe ich lieber eine, die weit aus dem Geld ist, weil die ist ja billig und wenn der Kurs explodiert, dann habe ich das Richtige gemacht. Die könnte man jetzt als den blöden Gegenpart bezeichnen, aber auch das, glaube ich, würde es nicht treffen, denn es gibt also am Markt durchaus auch Menschen, die oder Teilnehmer, die also eine bestimmte Strategie mit ihrem Depot fahren und dann sagen, okay, an einen kleinen Teil dieses Depots investieren sie in solche Black Swan Strategien, also die ganz bewusst weit aus dem Geld liegende Optionen kaufen, um sich abzusichern. Es gibt ja sogar, Nassim Taleb hat selbst mal so einen Fonds gehabt, ich glaube, der ist zwar eingestellt worden, aber man kann die also nicht als dumm bezeichnen, sondern das sind ganz bewusste Entscheidungen, die man dann trifft, ne? Also das heißt, Out-of-the-Money-Optionen werden von Spekulanten gekauft. Die können das aus Unwissenheit machen, aber es gibt auch eine Menge von Leuten, die sehr genau wissen, was sie da tun und die einfach auch einplanen, dass da vielleicht ein Großteil verfällt, weil sie sagen, okay, wir haben das in unserem Risikomanagement so einkalkuliert, wenn die ein oder andere mal aufgeht, dass sich das am Ende für uns rechnet, oder weil wir es einfach aus Hedging-Gründen brauchen, ne? Gerade bei den Put-Optionen, die zum Beispiel ein riesengroßes Aktienportfolio haben, sagen, okay, wir kaufen diese Black Swan-Optionen, um uns gegen extreme Preisverfälle abzuhedgen. So, der zweite oder die zweite Gruppe an Marktteilnehmern, die es gibt, das sind in der Regel kommerzielle Marktteilnehmer, die also die Börse wirklich nutzen, um sich im Underlying zu hedgen. Das trifft natürlich jetzt viel mehr auf die Future-Optionen als auf die Aktienoptionen zu, wobei eben diese Commercials viel, viel weniger Out-of-the-Money-Optionen kaufen, sondern mehr mit Futures und Optionen am Geld sind. Wir selbst haben auch schon Firmen beraten, die im Getreidesektor aktiv waren, und die haben dann schon immer geschaut, wie ist denn der aktuelle Preis, und dann gehen die schon ein paar Strikes auch mal aus dem Geld und sagen, okay, wenn es da runterfällt, dann wollen wir abgesichert sein, aber dass die so ganz weit weggehen, dass sie sagen, ich kaufe so eine Delta 10 Option oder sowas, das passiert eigentlich nicht. Also das heißt, die kommerziellen Marktteilnehmer werden in den seltensten Fällen unser Counterpart sein. Und jetzt kommt aber noch eine dritte Gruppe dazu, und die wird sehr, sehr häufig unser Counterpart sein, nämlich die sogenannten Market Maker.
Was ist ein Market Maker? Ein Market Maker ist von der Börse oder arbeitet an der Börse mit der Verpflichtung, den Markt zu machen. Ne? Market Maker, Markt zu machen. Das heißt nichts anderes als permanent in einem bestimmten Underlying, das kann eine Aktie sein, das kann ein Future sein oder eben auch eine bestimmte oder bestimmte Optionen, Liquidität zu stellen. Und Liquidität stellst du, indem du einfach sagst, ich biete verbindliche An- und Verkaufspreise für diese Optionen, für diese Strikes, für diese Laufzeiten in bestimmten Größenordnungen. Und da kannst du eben nicht als Market Maker nicht nur hergehen und sagen, okay, ich mache nur die At-the-Money-Optionen, die ich schnell hin und her handeln kann, sondern dann musst du auch Out-of-the-Money-Optionen mit anbieten. Das heißt, auch für die musst du mit Liquidität stellen. Das verlangt die Börse von dir. Und so ein Market Maker lebt ja von der Spanne zwischen Bid und Ask, also An- und Verkauf. Und auch hier wiederum kann es durchaus Sinn machen für so einen Market Maker, früher waren das Einzelpersonen, heute sind das in der Regel Firmen, die so etwas machen, kann es durchaus Sinn machen, auch mal Optionen zu kaufen oder zu verkaufen, die von vornherein eine sehr schlechte Gewinnwahrscheinlichkeit haben. Nämlich, ihr müsst euch vorstellen, so ein Market Maker hat ja Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Optionen am Ende des Tages offen. Und der hat ja keine Meinung zum Underlying, der sagt, okay, ich erwarte, dass es hoch oder runter geht, sondern der hat nur eine Meinung, dass er sagt, wie ist denn mein Portfolio aufgebaut, ne? Wie viel habe ich Deltas, wie viel habe ich Vegas, wie viel habe ich Gammas und so weiter. Und da kann es einfach passieren, dass der manchmal sagt, okay, jetzt kaufe ich irgendwie eine Option, die weit, weit aus dem Geld ist, weil die verbessert mir die Deltas meines Gesamtportfolios oder die verbessert mir das Vega oder irgendwas. Ne? Das heißt, das können manchmal rein mathematische Gründe sein, weil der möchte natürlich vor allen Dingen eins, dass er gegen Preis- und Volatilitätsveränderungen, die über Nacht passieren können oder die innerhalb eines Tages passieren können oder zum nächsten Tag hin passieren können, dass er da gehedged ist. Und das schafft er natürlich am besten, indem er sich immer versucht, Delta-neutral und Vega-neutral aufzustellen. Und deswegen werden wir sehr, sehr häufig Fills bekommen von Market Makern. Wir sehen das nicht, uns kann es letztendlich auch egal sein, wer unser Counterpart ist, aber das wird sehr häufig sein und die Jungs sind natürlich alles andere als, um das nochmal aufzugreifen, als blöd, sondern die wissen schon sehr genau, was sie da tun und bei denen ist also wirklich die Motivation nicht die einzelne Option als solches, dass sie sagen, oh, habe ich jetzt eine Chance mit der zu gewinnen oder zu verlieren, sondern der macht das reinweg, um sein Gesamtportfolio im Einklang zu bringen, dass er einfach sagt, wenn sich morgen der Preis sehr, sehr stark ändert, dann habe ich keinen Verlust, weil die einen Optionen, die ich habe, werden durch die anderen ausgeglichen. Oder wenn sich die Volatilität ändert, dass er sagt, ich bin relativ vega-neutral aufgestellt, meine gekauften Optionen und meine verkauften Optionen hedgen sich da. Also das, was wir theoretisch als Optionshändler auch versuchen sollten, wir haben eben bloß nicht die Möglichkeiten, das zu tun. Und aus dem Grunde müssen wir ein bisschen anders handeln. Deswegen müssen wir eben viel mehr auf solche Dinge achten, wie Auswahl der Optionen, wo eben ein Market Maker im Grunde jede Option reinnehmen kann und immer nur darauf achten muss, passt die ins Gesamtkonzept. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir sehr häufig am Abend, also kurz vor Börsenschluss, nochmal Fills in Optionen bekommt, wo ihr den ganzen Tag über keine bekommen habt, weil dann die Market Maker, das sind ja in der Regel dann Maschinen auch, die durchlaufen, weil die oftmals noch sagen, ich brauche noch 10.000 Vegas oder ich brauche noch 10.000 Deltas und alles, was dann noch irgendwie da ist, wo ihr ein Limit habt, wird dann mitgenommen, um möglichst neutral in die Handelspause zu kommen. Okay, damit ist diese Frage hoffentlich beantwortet. Wir bleiben bei unseren Regeln. Wir wissen, es gibt immer einen Counterpart. Zu einem Preis gibt es immer einen Counterpart. Ne? Und wenn uns mal der Preis nicht passt, können wir uns nichts ändern. Wir müssen das akzeptieren, was uns der Counterpart anbietet. Und deswegen gilt auch gerade bei den Market Makern so ein bisschen leben und leben lassen. Und wir wissen, Optionenmärkte sind super liquide. Wir kommen immer, wenn wir wollen, rein und wir kommen auch immer, wenn wir wollen, raus. Die Frage ist immer der Preis. Deswegen müssen wir liquide Märkte handeln. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin schönes Wochenende. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.